So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdom mit Liu Hong, mit dem Kaiser an der Spitze. Ja, das letzte Mal sind wir eigentlich alles Wichtige hier durchgegangen. Liu Yong ist eine besondere Stadt und dann haben wir Shang Yu. Und er ist, ich denke mal, er ist der Anführer dieser kleinen, zwielichtigen Gruppe hier, die sich hier zum Ziel gemacht haben, die Han zu zerstören. Ja, dann gehen wir jetzt aber wieder an den Hof. Ich möchte mir aber nochmal die Zeit nehmen und die Armee genauer anschauen, die wir hier haben. Also wir haben hier diesen He Jing, das ist unser Wächter, das ist unser treuer Ergebener und General, der die Han verteidigt. Wir können uns ja von ihm mal die Werte anschauen. So, er hat eine Axt. Was ich gerade schon sehe, warum hat Liu Hong ein himmlisches Schwert? Achso, okay, ich glaube, ich verstehe es in etwa. Dem kann ich zwar nicht als General einsetzen, das ist aber gar nicht mehr so schlecht, dass er dieses Schwert hat, weil dadurch der Autoritätswert um 12 Punkte erhöht wird. So, er hat nur eine normale Axt. Die macht 96 Schaden und 225 rüstungsdurchdringenden Schaden. Ja, der kriegt jetzt erstmal einen Doppelschaden, ne? Das macht wenigstens 450 Schaden und 300 Rüstungsdurchdringung. So, schon besser. So, der hat eine Special Rüstung. Heejins Rüstung, perfektes Gewicht und perfekte Passform, maßgeschneidert für diesen vornehmen Krieger von Klasse. Kraus Pferd hat er auch. Wir haben noch keinen Anhänger. Ja. Das können wir eigentlich mal verteilen, wobei wir das vielleicht in der Fraktion verteilen sollten für Charaktere, die mir wichtig sind, dass die uns nicht verlassen. Weil das ja auch Zufriedenheit generiert. Er selber ist pflichtbewusst. Das ist gut, weil das auch ein bisschen Treue und Loyalität zeigt. Minus 50% Wunsch nach höherem Amt, plus 10 Zufriedenheit. Das erhöht Instinkt und renommiert ist auch gut, weil es auch nochmal Instinkt erhöht. Dadurch sollte der relativ erhöhten Nahkampfschaden haben, ja. Uns erwarten stärkere Feinde als Kälte. So. Und dann haben wir hier noch zwei Hauptmänner der kaiserlichen Wache. Wäre immer interessant zu wissen, ob wir die in Zukunft weiterhin rekrutieren können oder ob das wirklich einmalig ist, dass wir zu Beginn mit diesen Hauptmännern starten und in Zukunft nur noch Kommandanten fürs Gefolge brauchen. Das erinnert mich ein bisschen an die Mechanik mit Yuang Shao, da gab es nämlich auch Hauptmänner. War eine ganz interessante Mechanik. Was haben wir denn hier? Wir haben Kavallerie des kaiserlichen Haushalts, zwei Einheiten. Wir haben kaiserliche Lanzenreiter, Palastkavallerie, kaiserliche Schwertwache haben wir hier an der Stelle. Wir haben kaiserliche Torwachen, Palastarmbruchschützen haben wir gleich 4 Stück, das ist richtig gut. Die Einheit habe ich zu schätzen gelernt in den letzten paar Folgen. Und wir haben noch mehr kaiserliche Schwertwachen und Torwachen. Keine Hüter des Himmels. Ich finde die kaiserlichen Torwachen auch um einiges stärker. Das ist eine ziemlich gute Armee. Und dann haben wir noch schwere Schwertinfanterie als Hauptmänner hier. Also es ist schon eine ziemlich starke Armee, ja. Die Frage ist jetzt, was wollen wir hier machen? Was wollen wir hier machen? Bei Hong Nong möchte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Worst case wäre, dass dieser Yuan Ji gleich im Marsch losrennt, um dann diese Siedlung hier wieder aufzubauen. Das darf nicht passieren. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir... Achso, ich kann die ja nicht trennen, ne? Das ist das Problem. Ich sehe schon, das ist das Problem. Ich kann die nicht trennen. Das kann man ja nur nicht verfolgen. Okay. Wenn ich mich jetzt nämlich zurückziehe, dann könnte es im Worst Case sein, dass der hier vorrennt und vielleicht sogar die Armee besiegt. Und man muss halt dazu sagen, das ist halt die erste Mission. Und durch diese Mission bekomme ich gleich mal 80 politischen Einfluss. Und den Einfluss kann ich sicherlich gut gebrauchen. Das heißt, wir sollten dort angreifen. Ja, wir sollten definitiv dort angreifen. So, dann machen wir das mal zuerst. Und... Oder mache ich das jetzt beim nächsten Mal? Ich würde sagen, wir spielen erst die Schlacht, kümmern uns dann um die Gebäudeverwaltung und zu guter Letzt, bevor wir dann in die erste Runde gehen, kümmern wir uns dann um den Hof. Der wird nämlich am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Frieden durch Unterwerfung. So, es ist die erste Schlacht.
der Kampagne, deswegen werden wir die auch spielen. Wir haben sogar 60% Chance auf Gefangennahme. Vielleicht können wir ihn sogar in die Fraktion überführen. Wobei die Frage ist, will ich noch mehr Kandidaten an meinem Hof haben? Ich habe 11.000 Charaktergehalt, was ich zahlen muss, ne? Nein, wir gehen erstmal ins Gefecht. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kaiserhofes greift der Wahnsinn um sich. Die Eunuchen haben zu viel Macht und die gelben Turbane plündern das Land. Aus einfachen Verhältnissen kommend, habe ich mich erhoben, um das Land zu verteidigen. Doch wenn ich wieder zum Schlechter werden muss, um es zu retten, dann sei es so. Das ist natürlich wirklich ein treuer Gefährte, ne? Das kommt aus einfachster Schicht und der will die Hahn verteidigen. Das ist schon ein Zeichen, ne? Ja, ich denke mal, die... Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was er für Truppen hat. Ich glaube, das waren Zamagi-Infanterie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, da reichen unsere Fernkämpfer auf alle Fälle aus. Mehr wird es gar nicht brauchen. Kavallerie können wir schon mal nach vorne schicken. Ich möchte hier eigentlich keinen Mann verlieren. Und er darf schon mal scouten gehen. Und die Palastkavallerie darf auch nach vorne reiten. So. Ach, wie gesagt, die Banner finde ich halt hübsch. Also, das sind wirklich richtig schöne Banner. Ja, G-Miliz. Achtung, Krieger! Bereit machen! Aufpassen! So, vielleicht soll ich doch mal ein paar Truppen hier sammeln. Okay, die sind bei vollem Leben. Dann schicke ich die mal nach vorne. Und ihr könnt schon mal schießen. Feuer! Wappnet euch! Pferde! Im Laufschritt! Bewegung! So, die ersten Toten, das sind Rebellen hier. Plünderer. Das einfache Volk. Haltet euch bereit! Feuer. So schnell sind die nicht. 68 Geschwindigkeit, das ist wirklich nicht schnell. So, da spielen wir ganz routiniert jetzt erstmal runter. Oh, ablehnen. Duelle ablehnen. Können die ein bisschen trennen voneinander. Jetzt muss er sich nämlich entscheiden. So, jetzt schießen sogar schon unsere Armbrustschützen darauf. So. Feuer. Ja, die Feinde dürfen wirklich fliegen. Ja, die sollten auch gleich dann abhauen. Und die sind weg. Okay, dann schicke ich jetzt meinen Helden gegen den anderen Helden. Und ihr schießt bitte jetzt darauf, genau. So, dann schicke ich die ein Stück zurück. So, die sind mal los. Ja, könnt ihr noch ein bisschen verfolgen. Ne? Ihr werdet nicht überleben! So. Die G-Miliz, die wird sicherlich auch gleich dann fliehen. Ja. Sehr schön. Gut, dass wir nicht auch zu viel unsere eigenen Truppen hier treffen. Ja, schieß darauf. Das ist keine so spannende Schlacht, sage ich mal hier. Held gegen Held. Und dieses Doppeljun, was ich mir zum Glück gegeben habe. Und der hat einfach nur eine ganz normale Lanze, das heißt, hier, ne? Ja. Da ist man mit dem Schwert auf alle Fälle im Vorteil. Er hat tatsächlich 20 von den Armbrustschützen hier getötet. Eiltempo! Bereit machen! Wappnet euch! Sperrträger, ich höre mal eine kaiserliche Torwachen dazu. Verdächtet sie! Antreten! Letzte Chance, davon zu laufen!
So, ihr reitet doch mal hinterher. Einfach nur erbärmlich, was ihr da Kampfkunst nennt. So. Die haben halt Elemente, ne? Das ist schon, das ist schon, sind schon alles hier kaiserliche Elite-Truppen, die wir hier haben. Die waren nicht im Defensivmodus. So, und der flieht. Minus 93 Moral. Wir werden ihn natürlich so lange verfolgen, bis er tot ist. Dann haben wir was zu tun hier. Hat die haben gar keine Munition mehr. Oh, da hat tatsächlich ihre ganze Munition verbraucht. Feuer. Lasst euch nicht durch die eigenen Schützen treffen. So, den kriegen wir noch. 2000 Leben hat er noch. Knapp ihn dir! Den bekommen wir, den Rebellen. Sehr schön. Da liegt er am Boden. Ja, nochmal schön drüber reiten. So, das reicht. Entscheidender Sieg. Trotzdem sind einige Truppen gefallen. Treue kaiserliche Armbrustschützen. Naja, so ist es nehmen. Nun mal. Dadurch gibt es jetzt erstmal wichtigen Einfluss, den wir sicherlich auch gut gebrauchen können. So, weg damit. Der Himmel hat unsere Leidenschaft belohnt. Jetzt haben wir ein bisschen Gold. Und es gibt sogar einen. Okay, wir verlieren kaiserliche Gunst. Das ist nicht gut. Wieso verlieren wir kaiserliche Gunst? Ich bin doch der Kaiser. So, 90 Einkommen. Befreit die Gefangenen. So, da haben wir die erste Mission direkt erfüllt und bekommen 80 Einfluss. Vielleicht noch die nächste Mission erhalten hier. Die Hahn verteilen Lebensmittel an das hungernde Volk. Eure Minister erwähnen Nahrungsmittelknappheiten in der Hauptstadt. Sie spielen das Problem herunter und versichern euch, dass es nur ein vorübergehendes Problem ist, mit dem ihr euch nicht befassen müsst. Ihr Versagen bei der Behebung des Problems lässt euch schwach aussehen, da ihr derjenige seid, bei dem das Volk den Segen des Himmels sucht. So, wir müssen mindestens über 5 Nahrung Runde verfügen und dann bekommen wir noch ein erhöhtes Einkommen aus der Landwirtschaft. Jetzt habe ich noch was anderes weggeklickt. Herausforderung verkündet. Der Kaiser investiert in geschäftstüchtige Handelsunternehmen. Dieser Hafen war für die Hauptstadt entscheidend, da hier Güter aus dem gesamten Königreich Kaiserreich eintrafen. Möge der Handel wieder den gelben Fluss hinunter zu euch und eurem Volk fließen. Halte 2 Siedlungen, darunter folgende. Luoyang und Hangnong. Das ist die Hafensiedlung hier, die ich schon erwähnt hatte. Wenn wir die besetzen, bekommen wir plus 5 öffentliche Ordnung und plus 25 Fraktionsunterstützung. Folgt eurem Herz. Tja, ist die Frage, mache ich das jetzt sofort oder warte ich damit noch? Ich denke, das ist mal. Ich denke mal, die Handlung ist erstmal darauf konzipiert, dass man sich die Stadt holt. Tja, ist die Frage. Im Gefecht getötet. Ja, komm, wir holen jetzt die Siedlung. Wenn die so bedeutend war, die Handelssiedlung, dann schaffen wir Ordnung. Sie könnten uns noch von Nutzen sein. Und da haben wir die Mission auch gleich erfüllt. Plus 5 öffentliche Ordnung. Erhöhte Fraktionsunterstützung. Gleich die nächste Mission. Der Kaiser beseitigt die Rebellen. Hungersnot, Unruhen und Zerstörung sind keine geringen Probleme. Nur ein törichter Anführer würde solche Staatsangelegenheiten nicht ernst nehmen. Also brauchen die Minister des Hofes vielleicht etwas Motivation. Habt die Gesamtheit von einer Komturei in eurem Besitz. Aktuelle Anzahl 3. Gut, wir haben 3 deshalb, weil diese Festungen ebenfalls als eine gelten. Ja.
Die Mission müssten wir jetzt ja auch sofort erfüllt haben, weil wir haben ja dadurch drei. Ne? Hier steht es ja, Anzahl drei. Wir sollen eine kontrollieren. Dadurch erhalten wir jetzt die Kriegsklinge für Liu Hong. Mission erfolgreich. Kriegsklinge erhalten. So, dann gibt es gleich die nächste Mission. Nachdem er Gerechtigkeit walten ließ, kehrt der Kaiser in die Hauptstadt zurück. Die unmittelbare Bedrohung wurde behoben und es ist Zeit, eure Truppen in der Hauptstadt einzuberufen. Lasst euch vom Volk als Held empfangen und füllt die Straßen mit Festen zu euren Ehren. Wir sollen He Jin, den siegreichen General, in die Hauptstadt Luoyang bewegen und dann bekommen wir hier Meister der Verteidigung plus 40 Bonuserfahrung für Einheiten pro Jahreszeit. So, also am Anfang ist das Spiel hier relativ eng gesteuert, sage ich mal, oder man hat hier einen relativ geradlinigen Weg, aber das wird sicherlich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch aufhören. Gehorcht eurem So. Instinkt! Bevor wir jetzt hier teure Gebäude bauen, würde ich sagen, wir versuchen erstmal das Problem mit den Eunuchen zu bereinigen. Ich habe auch schon überall gesehen, wir haben hier überall im Land diesen Eifer. Hier haben wir Eifer. Minus 4 Verfall, minus 3 Gebäude, minus 7 pro Runde. Das ist gut, wenn das nach unten geht. Dieses Gebäude erzeugt allerdings Eifer. Also Ziel ist es, diesen Eifer zu reduzieren, ne? Und hier haben wir zum Beispiel diese Streitkräfte, die scheinen den Eifer ganz schön zu erhöhen. Die sorgen dafür, dass der erhöht wird. Dieses Gebäude hier, diesen ländlichen Steuereintreiber, den werde ich jedenfalls erstmal abreißen. Oder? Eifer. Ich habe noch nicht so richtig das Gespür, was Eifer für einen Einfluss hat. Ich denke mal, das darf nicht auf 100 gehen. Wir haben hier aktuell allerdings eine Veränderung, minus 17 pro Runde. Also wir haben einen Wert, der das weiter reduziert. Minus 17. Wir haben hier ein Sekretariat, der Komturei, das reduziert den Eifer um minus 9. Eine Patrouille, das reduziert den Eifer um minus 3. Der Tempel reduziert das Ganze um minus 5. Von daher können wir dieses Gebäude eigentlich auch aufbauen. Das hatte ich bisher jetzt nicht einkalkuliert, dass der Eifer doch nicht so ein großes Problem darstellt, weil viele, viele Gebäude den Eifer eben drastisch reduzieren. Öffentliche Ordnung geht hier aktuell um 17 nach oben. Gut, weil wir jetzt die benachbarte Region Die erobert haben und Wahrheit dort ist jetzt auch eine eine Garnison von unlösbare plus 10 Flamme. erhalten. Das heißt, diese 10 muss ich eigentlich schon abziehen. Dann haben wir noch 7. Aber das Gebäude ist halt gratis. Von daher baue ich das jetzt erstmal auf. Ich meine, das dauert 6 Runden. Es dauert ewig, bis das gebaut ist. Und ich denke auch, unabhängig davon, wie weit ich diese Probleme mit den Eunuchen gelöst bekomme, werde ich hier auf alle Fälle ein Landwirtschaftslager für Landstreicher errichten. So. Was ich auf alle Fälle auch jetzt erstmal machen werde, ist, ich werde einen Auftrag entsenden. Nämlich jemanden mit den landwirtschaftlichen Belangen. Da würde ich am liebsten jemanden einsetzen, den mich absolut vertrauen kann. Hier haben wir Kongrong. Yuan Shao haben wir auch in unserer Fraktion. Liu Hong. Ich kann den Kaiser selber auf Mission schicken. Beamte belohnen. Plus 10 politischer Einfluss. Gut, Einkommen aus Landwirtschaft ist Verschwendung. Unruhen bezwingen ist aber auch nicht schlecht. Aber ich denke, zu Beginn ist hier gerade Einfluss und Charaktererfahrung ganz sinnvoll. Das Problem ist, dass diese Aktion gleichzeitig die Nahrungsproduktion reduziert und die öffentliche Ordnung abschwächt. Gibt es aber einen ganz einfachen Trick, würde ich mal sagen. Wer sagt, dass wir den Kaiser hier in Luoyang einsetzen müssen? Wir können ihn doch einfach in der Festung einsetzen. Da haben wir plus 22 Zufriedenheit. Kein Einkommen. Das heißt, das hätte hier schon mal keine Auswirkungen. Minus 5 Nahrungsproduktion. Na gut, die Frage ist halt, minus 5 Nahrungsproduktion, ob sich das trotzdem auswirkt. Die öffentliche Ordnung ist nicht das Problem. Die Frage ist, das mit der Nahrung, minus 5. Das wird wahrscheinlich trotzdem zum Tragen kommen, dass wir hier dann minus 5 stehen haben. Das ist schwierig.
schwierig. Naja, wenigstens haben wir eine gute Garnison in Luoyang. Hüter des Himmels, Beschützer der Erde. Ja, jetzt haben wir die Schlacht geschlagen. Wir haben uns die Gebäude angeschaut. Und wir haben immer noch nicht den Auftrag eingesetzt, ne? Da haben wir einen einzigen Auftrag. Da hätte ich schon gern noch mehr. Ich denke, Einfluss wird trotzdem ziemlich wichtig werden. Und das Nahrungsproblem werde ich lösen. Ich werde jetzt tatsächlich den Kaiser jetzt hier an einem dieser Pässe einsetzen. Dem Hangu-Pass. Und der darf dort jetzt erstmal Einfluss sammeln. Hier plus 10 politischer Einfluss. Pro Runde gehe ich mal von aus. Ich kann den ja auch jederzeit wieder abziehen von dem Auftrag. Plus 50% Charaktererfahrung kann auch nicht schaden. Ja, aber wie gesagt, etwas geringere öffentliche Ordnung. So, das mache ich jetzt erstmal. So. Dann haben wir jetzt hier die Kriegsklinge erhalten. Wer steht vor den so, diese Glewe konnte ich mir nicht zuweisen, aber die Kriegsklinge kann er bekommen. So eine große Glewe, das kann ich nur den Vorreitern geben. Die können die schwingen. Aber er bekommt jetzt hier die Kriegsklinge. So. Also hier in der ersten Runde tut sich schon einiges. Man merkt's. Man merkt's. Komturei gesichert. Mission erfolgreich. So, und als nächstes gehen wir jetzt endlich nach langer, langer Wartezeit an den entsprechenden Hof. Wir haben jetzt übrigens mittlerweile 90 Einfluss. Mal gucken, ob wir das noch weiter steigen können. Ich kann mir sogar vorstellen, also der ist jetzt hier schon gestiegen, dass es vielleicht gar keine Auswirkung hat auf die öffentliche Ordnung, wenn das hier, keine Ahnung, bei 200, 300 Einfluss liegt. Maximal können wir 800 haben. Na, wir müssen mal gucken, wenn wir vielleicht so 100 Einfluss haben, ob sich da was ändert oder ab 200 Einfluss, ob sich die öffentliche Ordnung fraktionsweit ändert oder nicht, weil ja, wichtig ist das jetzt hier nicht. Aber es kann ja auch sein, dass entweder Handelseinfluss steigt oder dass irgendwelche anderen Bonis dazukommen. Aktuell sehe ich das noch nicht. So, wir gehen jetzt an den Hof. Ja, das habe ich schon gedacht. Hier sehen wir auch nochmal ganz eindeutig Bürokratieeinfluss, Dynastieeinfluss und Einfluss der Kriegsherren. Und wir sehen hier auch am Rand, anhand der Symbole, was das für Kandidaten sind. Also Einfluss der Kriegsherren, das sind Kandidaten, die uns unterstützen. Dynastieeinfluss ist ebenfalls etwas ziemlich Gutes. Aktuell haben wir hier nur die Kaiserin. Es gibt also tatsächlich eine Kaiserin. Kaiserin Hi. Ja. Und wir haben zum aktuellen Zeitpunkt genau diese zwei Kriegsherren. Und in den jeweiligen Ämtern stecken auch schon einige andere Kandidaten. Die müssen wir alle nach und nach entfernen. Verbannen und auch aus dem Dienst entlassen, das kostet alles verdammt viel Einfluss. 80 politischer Einfluss. Ist also egal, ob ich jetzt hier verbanne oder aus dem Dienst entlasse. Ich würde aber vorschlagen, wir entlassen erstmal die Eunuchen aus den Ämtern. Wir müssen erstmal den Hofstaat hier bereinigen und hinterher können wir dann erst auf die ganzen anderen Charaktere eingehen. Ach, diese Eunuchen. Ah, das ist sehr, sehr interessant, das System, muss ich schon sagen, diese Fraktionsmechanik. So, wir können uns ja erstmal jetzt hier ganz entspannt die Kandidaten Stück für Stück anschauen. Im Stammbaum haben wir hier Liu Hong, er ist der Kaiser. Die Kaiser, also er ist 26 Jahre alt. Dann haben wir die Kaiserin Hi, die ist 30 Jahre alt, also die ist 4 Jahre älter. Und die beiden haben auch zwei Kinder, einmal Liu Bian und Liu Hi. Zwei Jungen. So, das ist der derzeitige Stammbaum. Genau. So, dann zurück zur Übersicht. Also, durch Liu Hong an der Spitze haben wir als Positionseffekte plus 50% Chance, der Gefangennahme nach dem Kampf zu entgehen. Ich meine aber, wir können ihn sowieso nicht als General einsetzen. Das wurde doch irgendwo auch gesagt. Nee, oder? Nee, wir können ihn auch gar nicht als General einsetzen.
genau. Das passt dann schon mal an der Stelle. Er erhöht die Zufriedenheit um plus 13 und ich denke mal, da wird dieses himmlische Schwert schon seinen Anteil dran haben. Diese plus 12 Autorität. Die bringen bestimmt so plus 2, 3 Zufriedenheit mehr. Dann haben wir plus 8 öffentliche Ordnung fraktionsweit durch ihn. Das ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Plus 5 Fraktionsunterstützung, plus 3 Moral fraktionsweit. Dann, wie gesagt, das erhöhte Einkommen aus Familiengutshöfen. Aber eben minus 10 Kosten für Geheimnetzwerk feindlicher Spione. Na, das ist nicht so gut. Weil das eben die feindlichen Spione stärkt. So, seine Ehepartnerin, die Kaiserin, ist aktuell noch in gar keinem Amt. Ich denke aber, sie werde ich da relativ zügig in ein entsprechendes Amt bewegen. Wir haben hier Kongrong als großen Lehrer. Er ist ja auch der Nachkomme von Konfuzius, zumindest sagt er das ja. Ja, ihn können wir dort lassen. Er ist, glaube ich, auch genau in der richtigen Position. Als großer Lehrer. Positionseffekte plus 15% Charaktererfahrung fraktionsweit, 50% Handelseinfluss und 6% Bürokrateneinfluss. Ah. Weil ich gerade sehe. Selbst Kongrong wird hier als Bürokrat bezeichnet. Das ist natürlich schlecht. Na, er ist weder er gehört weniger meiner Dynastie an, noch den Kriegsherrn, sondern er ist ein Bürokrat. Ne? Eigentlich müsste ich ihn auch entfernen, aber ich denke mal, auf ihn kann ich als Eunuchen nicht verzichten, ne? Weil er halt einfach ein sehr, sehr guter Eunuch ist, der seinen Job gut macht. Er erhöht leider den Bürokrateneinfluss um plus 6. Er sorgt aber auch für plus 7 Zufriedenheit. Minus 15% Rekrutierungskosten für Armbrusteinheiten. Plus 50% Handelseinfluss und plus 1 verfügbares Handelsabkommen. So. Ja, ihn kann ich nicht entfernen. Auch wenn er dem Bürokraten angehörig ist. Er ist gütig, dass er erhöht seine... Das erhöht die Zufriedenheit alleine plus 5. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, das ist schon eine Menge wert. Aber ich denke, dieses Schwert des Adels, das werde ich ihm jetzt entfernen. So. Oder? Na gut, sein erhöhter Autoritätswert erhöht ja auch die Zufriedenheit, ne? Plus 7 Zufriedenheit. Na, wir lassen ihn mal so. Wir lassen ihn mal so. Wir lassen das Schwert erstmal in seinen Händen. Wir können das ja immer noch austauschen. Ansonsten macht das hier erstmal keinen Sinn, weil das sind keine Attribute, die in irgendeiner Form sich auf die Zufriedenheit und Beliebtheit auswirken. Ich habe hier noch ein weißes Vollblut. Und das hat auch Liu Hong, der hat es auch zu Recht als Fraktionsanführer, denn das erhöht ja auch den Autoritätswert. Und man sieht es ja hier nochmal, der Autoritätswert wirkt sich eben auch auf die Zufriedenheit fraktionsweit aus, wenn die Charaktere sich in einem hohen Amt befinden, als Premierminister, als Fraktionserbe, als Anführer. Das ist schon ziemlich entscheidend. Also Kongrong, den werde ich erstmal dort belassen. Dann haben wir hier Liu Bian als Fraktionserben. Er wird als Dynastieeinfluss beschrieben. Da habe ich aktuell noch keinen Einfluss auf ihn. Kann ich einen anderen Erben ernennen? Ich kriege den da auch nicht raus, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, den Posten des Fraktionserben, den werde ich gar nicht besetzen können. Weil ich würde sonst die Kaiserin natürlich gern zum Erben machen. Ich kann die auch einfach aus dem Dienst entlassen. Nee. Ja, den kriege ich da nicht raus. Es sei denn, er stirbt. Es sei denn, er stirbt. Aber ich kann ja auch keinen Attentat irgendwie verüben. Wäre sicherlich auch nicht gerade die sinnvollste Entscheidung. So, ich habe ja gesagt, das wird dauern hier mit dem Hofstaat und wir müssen uns halt wirklich erstmal ein Bild machen. Also Kongrong wird bestehen bleiben, den Anführer lasse ich und beim Fraktionserben kann ich auch erstmal nicht viel tun. Aber der kaiserliche Kanzler, der so in etwa diese Position des Premierministers innehat, den werden wir sicherlich bald austauschen. Denn je höher die sich hier im Amt befinden, desto mehr Bürokratieeinfluss erhöhen die.
Ja, plus 15% Einkommen aus der Landwirtschaft. Ich meine, zumindest haben die noch positive Effekte. Aber der Bürokratieeinfluss ist eben negativ. Plus 3 Zufriedenheit. Ja, der ist auch echt miserabel, ne? Ich kann ihn auch leider nicht in ein anderes Amt versetzen. Hier steht, wenn ich den jetzt da reinsetzen möchte, dieser Charakter ist vor kurzem auf einer neuen Position berufen worden. Das heißt, ich kann ihn jetzt noch nicht degradieren, sag ich mal, aber ich kann ihn nächste Runde dann in ein anderes Amt setzen. Dann würde ich vorschlagen, wir werden diese ganzen Eunuchen, die hier drin sind, erstmal in die untersten Ämter bewegen. Nach Möglichkeit sogar komplett raus. Aber erstmal raus aus dem großen, also große Exzellenz der Massen, große Exzellenz der Arbeit, Kanzler und Kommandant. Da müssen wir überall die Eunuchen raus befördern. Mit ihrem Bürokrateneinfluss, dass die in die unteren Schichten kommen. Weil ich kann die nicht alle entfernen. So viel Einfluss habe ich gar nicht. Aber ich kann sie nach und nach hier aus den Ämtern austauschen. Und dann kann ich hier den Dynastieeinfluss stärken, indem ich die Anhänger der Dynastie wie auch die Kriegsherren in die höheren Ämter setze. Das hat sicherlich Vorteile. Ja, ich sehe auch gerade, die Folge ist um. Alles andere, die anderen Kandidaten werden wir uns natürlich auch noch in Ruhe anschauen in der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.